Es war kurz vor Weihnachten. Am Morgen hat es etwas geschneit und trotz der recht milden Temperaturen schien der Schnee liegen zu bleiben. Was mich freute. Ich mochte den Schnee. Das kalte Weiß, das mich jeden Abend in seinen Bann zog. In letzter Zeit wurde in den Nachrichten immer wieder von einem Massenmörder berichtet, der nicht weit von hier sein Unwesen treiben sollte und ganze Familien ermordete. Wie jeder andere in dieser Situation war ich natürlich etwas angespannt. Deswegen hörte ich hin und wieder etwas Radio, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. An diesem Abend wurde der Mörder angeblich nur ein paar Kilometer von hier gesichtet. Er befand sich laut Angaben auf der Flucht. Da ich wissen wollte, ob es inzwischen wieder schneite, glitt mein Blick zur Glastür, die in den Hinterhof führte. Aber anstelle von sanftem Weiß, das vom Himmel rieselte, sah ich etwas anderes. Ein Mann stand im Schnee, der Beschreibung des örtlichen Radiosenders exakt glich. Und er sah mich an. Nein, er lächelte mich an. Ich bekam Angst. Ich schluckte und griff mit zittrigen Händen zum Telefonhörer, der direkt neben dem Radio hing. Als ich gerade die Nummer der Polizei eingab, schaute ich erneut zur Tür hinaus und sah, dass der Mann näher gekommen war. Noch bevor das Freizeichen ertönte, fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Der Mann hinterließ keine Fußspuren im Schnee. Und dann begriff ich es. Der Mann stand überhaupt nicht draußen im Schnee. Es war sein Spiegelbild.